So, ich möchte euch jetzt nochmal eine Besonderheit von den Werken von James Rizzi vorstellen. Und zwar in der Galerie Müller habe ich dieses Bild total schön gefunden, habe mir das dann dort gekauft. Und wenn ihr da jetzt mal ganz genau hinschaut, ist es nicht nur ein normales, zweidimensionales Bild, so wie wir in Kunst normalerweise unsere Bilder malen, sondern ich zoome mal ein bisschen rein. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Schaut mal. Wie sieht das aus? Schaut mal gerade bei der Blume, zum Beispiel bei der lila oberen Blume. Was fällt euch da auf? Ja, das sieht so ein bisschen wie hochgebockt und doppelt aus. Ja? Und genau das ist der Trick. Der James Rizzi hat die sogenannte 3D-Technik entwickelt. Und er hat eigentlich jedes Bild, wenn er ein 3D-Bild gemalt hat, zweimal gemalt. Und zwar einmal auf dem zweidimensionalen unten. Und das gleiche nochmal hochgebockt. Und dann hat er das etwas höher befestigt. Und wie das ist, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Geht da jetzt mal näher ran, schaut mal und versuche, dass wir das mal sehen bei der Blume. Wie ist es da hochgemacht? Was seht ihr da unten drunter? Also schaut, das sind wie so kleine Abstandshalter. Und mit denen klebt er das zweite Bild erhöht drauf, sodass dieser dreidimensionale Effekt rauskommt. Wir gehen jetzt mal näher ran und schaut mal, dieses dreidimensionale sieht man, je näher man kommt, umso besser. Unten ist das Bild und ein bisschen höher nochmal.